Ein Neuankömmling nähert sich. Oh, wen haben wir denn hier? Wer ist das? Kirchen des Glaubens. Die Kunde von der ersten Kirche eures Dorfes hat den Klerus erreicht. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Foundation in der Early Access. Meine lieben Freunde, wir haben es jetzt mal offscreen mal durchgeführt, dass wir nicht nur den Vogt, die Vogtei, fertig bauen bei unserem Gutshaus, sondern dass wir auch eine Kämmerei noch hinzufügen. Und da müssen wir jetzt tatsächlich einen Steuereintreiber einstellen. Und der sorgt jetzt dafür, dass wir endlich auch mal ein bisschen Geld von unseren Bürgern vereinnahmen. Denn wenn ich nämlich hier meinen Vogt benutze, meinen Landvogt, denn da kann ich nämlich den beauftragen, dass er mir Mineralvorkommen quasi erschließt, erkundet, aufklärt. Das kostet allerdings 100 Goldmünzen pro Anlauf. Das heißt, alleine da fließt schon extrem viel Geld aus der Staatskasse ab. Das heißt, wir müssen unbedingt dafür sorgen, dass unsere Bürger einen Obolus entrichten. Genau, und da ist er immer noch am Erkunden. Das dauert also noch ein bisschen. Und der Steuereintreiber treibt die Steuern jetzt ein. Hervorragend. Das macht er hoffentlich auch mit so ein bisschen so muskulösen Begleitern, die ihm dann so ein bisschen unterstützen, wenn einer mal nicht zahlen möchte. Genau, ein neuer Ratschlag kann gehört werden. Herausforderungen. Endlich allein in der großen Halle verbringt ihr ein paar Minuten in Stille, um über eure Ziele und die Zukunft eures Dorfes nachzudenken. Die Vorsehung hat es bisher gut mit euch und euren Untertanen gemeint. Und es scheint, als sei alles möglich. Wir alle sollten nach großem streben. Denken wir später darüber nach. Ich werde auf eigene Faust weitermachen. Nein, wir werden natürlich nach großem streben. Eine Dorfkirche können wir bauen. Verbreitet den Glauben unter den Dorfbewohnern. Ja, warum eigentlich nicht? Vielleicht sollte ich doch mal jetzt ein neues Gebiet noch freischalten, bevor mir das Geld komplett ausgeht. Warte mal, machen wir das mal. Wenn ihr das hier übrigens feiert, dass wir uns dieses Spiel Foundation reinziehen, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die Playlist rein, die immer am Anfang des Videos rechts oben in der Ecke verlinkt ist oder am Ende. Und ihr könnt auch sehr gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, dass wir uns das reinziehen. Und ich glaube, das ist mein Vogt. Guckt mal, der schlägt da auf Mineralien ein und sucht uns jetzt ein Vorkommen. Ich wette mit euch, der findet hier irgendwas. Das sieht schon so aus wie so eine Mine, 100 Pro. Habe ich jetzt wahrscheinlich genau das falsche Feld freigeschaltet. Ist egal. Ich will jetzt eine Kirche bauen. Über Kirchensteuern, habe ich gehört, kommt auch Geld rein. Können wir den drehen? Ja, mach das mal hier so hin, die Kirche. Eine Kirche. Glockenturm. Vorne dran und ein bescheidenes Tor. Schön, ja, vorne am Glockenturm. Man kann das so modular zusammenbauen. Das ist irgendwie cool. Bauen. Braucht ganz schön viel Stein, aber wir haben eigentlich auch recht viel Zeug, von daher können wir uns das eigentlich leisten. Geht eigentlich. Ja, jetzt geht natürlich hier das Defizit steil nach unten, aber wir müssten eigentlich Steuern vereinnahmen. Von daher Wohngebiet 0 von 154. Also wir müssten eigentlich Steuereinnahmen haben. Ich will mal gucken, haben wir auch schon alle in Lohn und Brot gebracht hier eigentlich? Ah, hier können wir nochmal einen Holzfäller zuweisen, das ist gut. Und dann vielleicht nochmal Bergarbeiter, genau, dass wir noch mehr Steine schneller kriegen. So, dann sind die alle in Lohn und Brot und dann müssten wir auch eigentlich wieder Nachschub bekommen an Leuten. Und wenn wir wieder Nachschub bekommen an Leuten, sind wieder mehr Leute da, die Steuern zahlen. Wenn mehr Leute da sind, die Steuern zahlen, können wir mehr machen. Wenn wir mehr machen können, können wir wieder mehr bauen. Wenn wir mehr bauen können, können wir wieder mehr Leute einstellen. Dann kommen wieder mehr Leute, dann können wir wieder mehr Steuern vereinnahmen. Wenn wir mehr Steuern haben, können wir wieder mehr expandieren. Wenn wir mehr expandieren, können wir mehr bauen. Wenn wir bauen können, können wir wieder mehr Leute einstellen. Wenn wir mehr Leute einstellen, können wir wieder Steuern. Egal. Ihr wisst, was ich sagen will. Es ist ein ewiger Kreis eigentlich. Wichtig an der Stelle, Steuern, Steuern und nochmals Steuern. Ich sag's euch. Man darf nur nicht übersteuern. Das ist, das passiert häufiger mal zu schnell, dass man übersteuert. Wie sieht's denn aus? Wie lange ist denn der Vogt noch unterwegs? Ach, der hat ja noch nicht mal ansatzweise hier seinen Teil geleistet. Wie sieht's denn eigentlich aus? Gottesdienst. Siehst du, Gottesdienst ist jetzt nämlich bei den Bedürfnissen am Start. Deswegen müssen wir ganz schnell diese Kirche fertig bauen. 27 Steine haben sie schon reingepackt. Wöchentliche Teilnahme, genau. Eine Dorfkirche.
Unterhaltskosten, na Heidewitzka, ey. Kann man die Steuern anheben, zufällig? Kann man irgendwie zufällig noch Steuern anheben? Steuereintreibung, alles in Ordnung. Generiert Einnahmen durch das Einziehen von Steuern. Ja, wie viele denn? Warte mal, kann ich das irgendwo sehen? Im Almanach. Ach ja, genau. Das habt ihr mir auch gesagt. Ich soll mal meine Siedlung umbenennen. Warte mal, das ist natürlich... Spielbär-Town. So. Bestätigen. Und das hier ist... das bin ich. Lord Spielbär. Oh, ich kann meinen eigenen Namen nicht schreiben. Ich muss noch mal in die Schule gehen, glaube ich. Spielbär. Lord Spielbär von Spielbärtown. Haha. Nice, wie das gleich klingt. Wie das gleich so einen besonderen Klang hat. Direkt. So, warte mal. Wie sieht es denn jetzt aus? Dieser Monat. Das ist unsere Wirtschaft. Handel. 85 haben wir reingekriegt. Und minus 105 durch Bretter. Okay, also wir haben schon mal beim Handel. Sieht schon mal nicht so gut aus. Ja. Und gibt es hier irgendwie auch Steuern? Wo sind jetzt hier die Steuern? Ah, hier, hier muss ich wieder auf einen anderen Reiter gehen. Ah, warte mal. Die Steuern sind ja noch gar nicht eingestellt, Mensch. Unfassbar. Kein Wunder, dass wir noch nichts vereinnahmen. Warte mal, dann ziehen wir die Steuern jetzt gleich mal in den gelben Bereich rein. Jetzt wird hier richtig in die Hände gespuckt, meine lieben Freunde. Mehr Steuern einnahmen, vereinnahmen, total vereinnahmen, Leibeigene, 19 Leibeigene. Meinst du, was da rumkommt hier? 76. Plus 76 pro Monat, hallo. Aber hallo, meine lieben Freunde, aber hallo. Steuereintreibbär, genau. Der Steuereintreibbär, der muss ja hier mal hier was machen jetzt. Das muss man einen doch auch mal sagen, dass man da noch die Steuern einstellen muss. Ich dachte, der macht das automatisch, der Vogt. Weil das war nicht hier klar, das ging hier nicht aus dem Tutorial hervor, dass man das noch irgendwo einstellen muss. Ah, hier, da, bei Bearbeiten, okay. Ein berühmter Baumeister, erreiche einen Wohlstand von 500. Das ist schon was fehlgeschlagen hier, ein Leben für die Arbeiterschaft. Für das Königreich, schließt den Schwur des Königs, Militärmission ab. Ein berühmter Baumeister, erreicht einen Wohlstand von 500, erreicht ein Ansehen von 50 bei jedem Stand. Was haben wir denn für ein Ansehen? Bei welchem Stand? Einwanderung hoch. Ich habe keine Ahnung. Ich mach mal das hier. Herausforderung abgeschlossen. Auf eigene Faust. Ihr schlendert durch das Dorf und seht, was ihr erreicht habt. Vor gar nicht allzu langer Zeit war dieses Land Wildnis, aber ihr kamt und habt etwas bewirkt. Ihr und euer Volk habt dieses ungezähmte Land in respektable Lande des Reiches verwandelt. Und dies ist erst der Anfang, da eure Herrschaft Wohlstand für alle einbringen wird. Jawohl. Auf unseren Wohlstand. Nice. Ratschlag befolgt. Die Dorfbewohner können euch nichts mehr beibringen für den Moment. Sobald ihr in einer Herausforderung konfrontiert werdet, erhaltet ihr weitere Ratschläge. Eine Botschaft aus dem Königreich. Das Königreich erkennt eure Bemühungen bei der Gründung eurer Siedlung an. Ich bin nur euer bescheidener Diener. Ich habe eine Belohnung erhalten. Nice. Und da geht das Geld direkt wieder runter. Na, ob der König immer noch so zufrieden sein wird, wenn er sieht, dass mein Staatssäckel nach unten geht? Ich weiß es nicht genau. Kann man die Steuerhöhe für jede Bevölkerungsgruppe einstellen? Also so wie ich das gerade... Wenn ich das gerade richtig gelesen habe, dann geht das nur... bei den Steuern für eine Bevölkerungsgruppe. Also Moment, ja genau, wir haben hier Leibeigene. Ah, besteuerte Gruppe, okay, für Leibeigene. Aber wir haben anscheinend noch keine anderen Gruppen, wir haben noch keine Adligen oder sowas. Und deswegen haben wir hier noch keine Möglichkeit, das noch einzustellen. Aber wenn dann andere noch dazukommen, dann kann man das machen, ja. Weil das sind ja hier nur Leibeigene jetzt, genau. Ich kann sogar welche komplett rausnehmen anscheinend von der Besteuerung. Ich kann so ein Steuerparadies aufmachen für Reiche. Sehr schön, das ist auch gut. Das müssen wir eigentlich mal machen. So ein Reichenparadies. Dann haben wir immer genug, dann verdienen wir immer genug an der Schaumweinsteuer. Müssen wir einfach die Schaumweinsteuer schön hoch machen.
Und dann können wir einfach die anderen Steuern für die Reichen runtermachen. Dann kommen die Reichen, kaufen unseren Schaumwein und dann verdienen wir uns am Schaumwein eine goldene Nase. So läuft das. So machen wir das. Das ist der Plan für die Zukunft. Schaumweinsteuer hoch. Und alle anderen Vermögensteuer und so runter und überhaupt und keine Steuern für Reiche und dann läuft das. Dann haben wir hier ein richtiges Schlafenland am Start. Wir haben jetzt wieder ein Plus hier bei durchschnittliche Tagesbilanz. Das sind die Steuern jetzt, die sich positiv auswirken, wie es aussieht. Du kannst in dem einen Reiter, wo du deinen Vogt den Auftrag gegeben hast, auch deine Dorfbewohner befördern. Ja gut, okay, das kann man machen, aber das kostet natürlich auch Gold. Und da haben wir jetzt ja gerade nicht so viel, deswegen mache ich das jetzt gerade mal nicht. Ich warte jetzt lieber erstmal, bis die Kirche fertig ist, denn die Zufriedenheit geht nämlich gerade runter, weil sie offensichtlich unzufrieden mit den Steuern sind und weil sie offensichtlich auch unzufrieden mit der Tatsache sind, dass sie keine Gottesdienste abhalten können. Neuankömmling bittet um eine Audienz. Nice, haben wir gleich mal angenommen, den Typen. So, jetzt muss ich mal gucken hier, können wir noch irgendwo einen Arbeiter reinpacken vielleicht? Vielleicht noch im Speicher, aber erstmal gucken. Ich glaube nämlich, das Ding hier braucht, glaube ich, auch noch einen Pfarrer oder so. So, mal kurz warten, dass wir noch einen Pharao eintragen hier. Es kommen noch lustige Steuern, die man aber nicht alle erheben sollte. Wenn es eine Steuer gibt, die man einstellen, erheben kann, dann werde ich sie auch erheben. Kirchensteuer wird schon mal das erste sein, was wir erheben werden. Jeder Kirchenbesuch einmal eine Münze in den Topf. Sonst muss man draußen bleiben und dann kann man nicht in den Himmel kommen. Das ist dann nämlich schlecht für die Leute und deswegen zahlen sie die Kirchensteuer, nämlich weil sie alle in den Himmel kommen möchten. Clever, hä? Man muss nur den Bedarf erzeugen und dann kommen die Einnahmen von ganz alleine. Wenn es Bedarf nach Erleuchtung gibt, dann kann man auch Geld dafür verlangen, für die Erleuchtung, nicht wahr? Das ist ja der Trick. Kirchensteuer. Teures Obst, ja, Kirchensteuer. Die Kirchensteuer, ja, es wird ja hier Obst gegessen die ganze Zeit. Yes, eure erste Kirche. Die Kirche steht, warte mal, können wir jetzt da was einstellen? Glocken läuten. Wöchentlich, Glockentyp hell. Glockenhöhe. Ich kann die Glocken einstellen. Ich kann die Größe der Glocken einstellen. Nice, wöchentliche Teilhabe 9 von 45. Guck mal, da steigt dann auch gleich die Zufriedenheit. Ein Neuankömmling nähert sich. Oh, wen haben wir denn hier? Wer ist das? Kirchen des Glaubens. Die Kunde von der ersten Kirche eures Dorfes hat den Klerus erreicht. Sie würdigen eure Hingabe zum Glauben und haben Hochachtung vor euch. Wir sind fromme Diener des Glaubens. Na nice. Der Klerus ist erfreut. Der Bau eurer ersten Kirche hat euren Einfluss beim Klerus erhöht. Jawohl. Muss auch aufpassen, dass keiner Jehova sagt. Dann ist Ende hier. Mit Spaß. Ein neuer Ratschlag kann gehört werden. Einen Stand begünstigen. Euer Dorf hat die Aufmerksamkeit der drei Stände des Reiches erregt. Und diese erwarten von euch, dass ihr prunkvolle Monumente für sie erbaut. Solche Bauwerke werden zweifelsohne die Zukunft eures Volkes bestimmen. Und sie fragen sich, ob ihr euch zuerst Königreich, Klerus oder Arbeiterschaft verpflichten möchtet. Unsere Kirchen werden der Stolz des Klerus sein. Ja, dann machen wir das doch gleich mal. Genau. Neuer Ratschlag kann gehört werden. Von Besteuerung profitieren. Wie es scheint, ist unsere Schatzkammer dieser Tage nicht gut bestückt. Ein paar eurer Dorfbewohner denken, dass ihr die Steuern für eine Weile erhöhen könnt. Jedenfalls, bis die Schatzkammer wieder gut gefüllt ist. Ja, arm, aber sexy. Ich bin vielleicht nicht bei den Geldern gut bestückt, aber dafür woanders. Erhöhen wir die Bärsteuerung. Steuern erhöhen. Ja, guck mal, die fordern mich sogar auf, dass die Steuern erhöhen. Mache ich das doch gleich mal. Euer Vogt hat ein Vorkommen gefunden. Ha, was ist das? Ein Marmorvorkommen. Welch prachtvoller Stein es doch ist, den ihr gefunden habet. Erwerbt Prunkpaket Dorfkirche im Almanach. Kloster? Prunkpaket Dorfkirche. Nice, haben wir gemacht. Trala. Es sind Mandate verfügbar. Ein Neuankömmling. Ja, immer rein da, immer rein da, immer rein da. Immer rein in die Luzi. Hier so, und dann macht mal hier noch einen Baumeister. Genau, wir müssen mehr Leute in Lohn und Brot bringen hier.
Okay, da geht nichts mehr. Besteuern der Dorfkirche errichten. Errichtet Dorfkirche in steinerner Glockenturm. Moment. Bearbeiten? Steinernes Tor? Steinerner Glockenturm. Kann man das aufrüsten, was schon dran ist, zufällig? Oder muss ich das irgendwie, muss ich das machen? Ich mache mal den steinernen Glockenturm da an Rand, keine Ahnung. Bauen. Genau. Errichtet Dorfkirche mit steinerner Glockenturm. Das sollte eigentlich dann zählen, oder? Dann haben wir halt zwei Türme. Eine Kathedrale dann. Welch prachtvoller Stein er sei mein. Ah, und da ist wieder ein kleines Schwein. Ich meine, ein Mensch, der will sein und er will reden. Lasset ihn palabern. Holz für die Bonnegans. Die Bonnegans möchten ein paar Brücken im Reich instand setzen. Einer ihrer Kaufleute hat eure Holzfäller bemerkt und möchte euch ein Angebot unterbreiten, das ich nicht ablehnen kann wahrscheinlich. Das klingt nach einem guten Geschäft. Besprechen wir einen besseren Handel. Die Verhandlungen sind gescheitert. Der Kaufmann bietet euch nun weniger als ursprünglich. Dann halt. Mach halt so. Was will er denn haben? Holz an die Bonnegans verkaufen. 15 Tage. Sammelt 100 Holz im Warenlager. Bestätigt die Lieferung. Bei Erfolg 75 Münzen und 10 Ansehen. Bei Misserfolg minus 10 Ansehen. Ja, Mama, komm. Weil da muss ich hier das einstellen, war hier mit Holz. Ratschlag Besteuerung. Generiert einen monatlichen Gewinn aus Kämmereieinnahmen von über 100. Aktuell 34. Was macht denn der Kämmerer bitte für Sachen? Wo Kämmerer war denn da hin, wenn der Kämmerer hier keine Einnahmen reinholt? Was soll denn das? Wie viel brauchen die noch jetzt da? Ist schon alles drin da, guck mal. Sehr schön, sehr schön. Neuankömmling nähert sich. Du kannst die Gebäude noch in die Höhe ziehen. Ah, okay. Ich hatte vor kurzem eine US-Studie gesehen, die versucht hat, den Zusammenhang zwischen Höhe der Spitzensteuersatz und dem Wirtschaftswachstum in den USA und anderen Ländern zu sehen. Okay, alles klar. Ja, mal gucken hier. Wir haben da noch Luft nach oben bei uns hier, würde ich sagen. Wie negativ sind sie denn auf die Steuern zu sprechen? Minus 24%. Ja, ach, das geht. So schlimm ist das noch nicht. Da können wir noch ordentlich ranklotzen. Was kann eigentlich der Vogt noch alles so machen jetzt? Nichts zu berichten. Wir sind jetzt aber wieder positiv. Bei plus 6 sind wir jetzt wieder. Wie viel Holz haben wir denn jetzt hier schon drin? 52. Wie viel brauchten wir? 400? Ne, 100, oder? Ne, doch 100, genau. 100 Holz. Ja, das müsste doch bald soweit sein eigentlich. Müssten sie eigentlich schaffen, wenn das in der Rate weitergeht. Und ich meine, wir haben ja Ratschlag befolgt. Ihr habt Prunk bei dem Stand erhalten. Habt ihr genug davon, könnt ihr neue Gebäude schreifhalten. Ja, nice. Super. Super, super. Haben wir denn noch, können wir denn hier noch? Ah, wird noch. Wird noch gefällt. Bäume werden noch gefällt. Alles gut. Und neue Menschen. Neue Menschen. Mehr Steuerzahler. Mehr Steuerzahler, mehr Steuerzahler. Warte, da können wir gleich mal hier noch gleich mal hier noch einen rein. Und dann vielleicht hier auch noch einen rein. Oh, weg damit. Nice. Und dann gucken wir mal. Wie viel Holz haben wir? 52. Sind denn hier genug Holzer am Start? Produziert Ressourcen. Ja, sieht da ja gut aus. So, was können wir denn jetzt noch machen? Oh, guck mal, wir sind jetzt schon bei 73 von 100 bei den Steuereinnahmen. Ein berühmter Bürgermeister erreicht einen Wohlstand von 500. Ja, keinen Plan. Mandate verfügbar. Was haben wir denn? Gewinnt Einfluss bei einem Stand. Das kostet halt 25. Ich weiß nicht, ob ich das Geld ausgeben will. Was haben wir denn hier? Minus 5. Beim Arbeiterschaft. Okay. Ja, dann kein Plan. Zieht ein Privileg zurück. Erkundet ein Ressourcenvorkommen in der Umgebung. Zieht ein Edikt zurück. Ich mach mal hier das. Bei einem Stand oder bei allen? Oder bei einem, der random ist? Ich hab keine Ahnung. Beim Klerus läuft's auf jeden Fall schon mal sehr gut. Wie es aussieht. Arbeiterschaft sieht halt nicht so gut aus.
Was haben wir denn hier eigentlich? Was können wir denn da machen? Prunkpaket Gutshaus, Prunkpaket Markt und Hecke. Vielleicht mal Prunkpaket Markt schreif halten. Ich mach das mal so. Ah, jetzt hat. Nee, warte halt, dann mach noch so ein Ding. Alles kreuz und quer auf dem Markt. Ey, heftig. Okay, so ja, ich baue das jetzt einfach. Komm. Da brauchen wir 30 Holz. Ist vielleicht jetzt nicht so eine gute Idee, wa? Weil wir in 4 Tagen ja schon das Bonigens Holz abliefern müssen. Warum dauert denn das eigentlich so lange mit dem Holz? Warte mal, bricht das mal ab lieber. Ah, das können wir ja stehen lassen. Stimmt, das können wir ja so lange stehen lassen erstmal. Hier, schafft man jetzt das Holz dahin hier. Braucht ihr da so lange? Kann ja wohl nicht wahr sein. 64 haben wir schon jetzt. Schaffen wir aber nicht mehr in den 3 Tagen, glaube ich, weil die einfach zu langsam sind. Ich glaube, wir brauchen noch mehr Holzfäller für solche Sachen. Schaffen wir sonst nicht. Okay, warte, Holzfäller. Machen wir hier noch ein Holzfällerlager. Brauchen wir Werkzeuge. Okay, Werkzeuge haben wir aber 10 Stück. Sieht gut aus. Ach du meine Nase, 68. Schaffen wir nicht mehr, glaube ich. 70. Ein Kurier nähert sich. Jetzt da bin ich mal gespannt, was der von uns möchte. Du kannst deinen Marktplatz auch einfach ausbauen. Du musst keinen zweiten setzen. Ja, wie baue ich den denn aus? Wie mache ich denn das? Ich breche das nochmal ab. Wie mache ich denn das? Wie mache ich das denn? Ich habe keine Ahnung. Hier, da kann ich nichts machen irgendwie. Holz an die Bonnegans. Warte mal. Pause, Pause, stopp, stopp. 68. Wir schaffen es nicht mit dem Holz. Schaffen wir nicht. Schaffen wir nicht mehr. Ist vorbei. Ein Tag nur noch. Kann ich abwählen noch? Kann ich sagen, hier nicht. Geht nicht. Ich glaube, bei der Arbeiterschaft bin ich dann so ziemlich unten durch, glaube ich. Dann machen wir mal schnell das mit dem verbesserten Markt noch. Holz nicht geliefert. Okay. Ich bin, glaube ich, sehr unbeliebt bei der Arbeiterschaft. Da läuten direkt die Glocken in der Kirche. Ein Kurier bittet um eine Audienz. Gucken wir mal. Grandioser Markt. Die Dorfältesten haben das Gefühl, dass euer Dorf beinahe bereit ist, einen Jahrmarkt zu veranstalten. Allerdings ist es ihnen etwas peinlich, Besucher in einem solchen Markt zu empfangen. Sie möchten, dass ihr sein Erscheinungsbild verbessert. Ein paar farbenfrohe Zelte würden... Ja, will ich doch gerade machen. Was soll ich denn alles noch machen hier? Die Bonnegans mit Holz versorgen und gleichzeitig noch meinen Markt ausbauen oder was? Unser Markt wird großartig sein. Errichtet einen Marktplatz. Das Erreichen von 5 Arbeiterschaft Punkt beim Gebäudemarkt. Dann mal los. Jetzt haben wir ja ganz viel Holz, das nicht an die Bonnegans geht. Dann haben die Bonnegans jetzt Pech gehabt. Dann geht es halt nicht in die Brücken von den Bonnegans. Dann geht es jetzt halt alles in den Markt rein. Du hast das Sägewerk nicht pausiert. Oh, ups. Hätte ich wohl machen sollen, wa? Habe ich wohl vergessen. Aber dann hätten wir kein Geld mehr von den Brettern gekriegt. Alter Schwede, mein Geld geht runter. Aber sowas von. Vielleicht sollte ich die Steuern doch noch mal ein bisschen anheben. Warte mal. Warum kann ich eigentlich den Klerus nicht besteuern, frage ich mich. 26 Leibeigene. Aber wir haben anscheinend schon einen Cashflow von 100 durch die Steuern gehabt. Weil die Sache ist ja durch schon. Das Erreichen von 5 Arbeiterschaftspunkten beim Gebäude, ja, das kriegen wir doch hin, oder? Also wenn das jetzt nicht den Prunk erhöht, dann weiß ich es auch nicht. Dann weiß ich das auch nicht, meine lieben Freunde, was da abgeht. Müssen wir mal gucken. Ich mache mal Beschleunigung wieder rein. Schön bauen, genau. Mann, dauert das lange, so ein Zelt aufzubauen. Ist schon ein bisschen heftig. Ich frage mich aber schon, warum das eine Zelt hier an das Gebäude da dran gesnappt ist. Ob, weil das ja eigentlich gar nicht zum Markt gehört hier, das eine da. War ein bisschen komisch, muss ich schon sagen. Jawohl, so. Haben sie das jetzt? Wie viel Zeit haben wir dafür eigentlich? Serial, oder? Haben wir keine Zeit. Also keine Zeitlimits. So, sehr schön. Da wird gebaut. Hier drüben können wir mal noch jemanden hinzufügen. Genau. Müssen wir jetzt auch noch einen reinpacken eigentlich? Ressource zuweisen. Wir können ja mal Fisch zuweisen. Obwohl wir noch keinen Fisch bekommen. Aber ist erstmal ja. Wir machen das jetzt einfach. Da kommen gleich wieder Leute. Da können wir den zweiten Stand auch noch bedienen. Sehr nice. Jawohl. Stufe M sichtbar. Allgemeiner
Pfad erreicht. Die Pracht eures Dorfes hat eine neue Fortschrittsstufe freigeschaltet. Die Pracht eures Dorfes bezwingt dich. So, warte hier. Können wir weiter Fortschritt machen? Klerus, Königreich, was haben wir da eigentlich? Militärfort. Das sollten wir vielleicht noch nicht machen. Arbeiterschaft, allgemeiner Pfad, Holzbrücke. Okay. Ah, wir sind jetzt bei 20. Okay, wenn wir das hier alles freischalten. Ah, nee. Guck mal, da können wir dann Fischerei freischalten. Aber da brauchen wir 50 Münzen noch. Besteuerung. Ja. Besteuerung machen wir schon. Ein Neuankömmling bittet um eine Audienz. Rein mit ihm. Immer rein mit ihm. Und anstellen hier. Gleich mal anstellen und fertig ist die Wurst. So, berühmter Baumeister. Ja, haben wir noch nicht. Ein neuer Ratschlag kann gehört werden. Ratschlag, Edikte und Privilegien. Die Dorfbewohner glauben, dass ihr wohlhabend genug seid, um euer allererstes Edikt zu erlassen. Das sind Gesetze und Richtlinien, die euch helfen, das Dorf auf neue Weise zu gestalten. Ihr könnt auch Privilegien aktivieren. Das sind Vorteile, die von jedem der Stände gewährt werden. Einmal erlassene Edikte und Privilegien müssen vom Vogt überarbeitet werden, damit sie wieder aufgehoben werden können. Erlassen wir ein Edikt. Die Edikt. Erwerbt Edikt, vertraglicher Lohn im Almanach. Ach da, brauchen wir 100. Ja, okay, können wir uns nicht leisten. Kann ich mir nicht leisten, geht nicht. Ist vorbei, geht nicht, kann ich nicht machen. Was denn da? Warte mal ganz kurz, hier passiert irgendwas. Was sind das für Leute? Ich besuche das Dorf. Ach so, die kommen einfach nur vorbei, okay. Ich wollte gerade sagen, hey, was sind das denn für Leute? Warum stehen die da nur rum und arbeiten nicht? Kann ja wohl nicht wahr sein. Vielleicht sollte ich mal den Import von Werkzeugen mal ausmachen. Warte mal, wo hatte ich jetzt das mit den Handel gemacht? War das hier, Handelsrouten? Ne, Moment, hier war das. Ich möchte bitte nicht mehr einkaufen. Möchte bitte nichts mehr kaufen. Ich möchte jetzt erstmal Geld verdienen, damit wir mal ein bisschen was steif halten können noch. Ein Kurier bittet um eine Audienz. Ah. Treffen mit den Dorfältesten. Ah nein, die Bonnegans schon wieder. Die überaus respektierten Anführer unter den Arbeitern der Region haben von eurem Dorf erfahren und wollen sich für euer Volk als nützlich erweisen. Ach, jetzt haben sie Willkommensgeschenke mitgebracht. Werkzeuge, jawohl, um das Los eurer Dorfbewohner einfacher zu machen und anschließend ihre Unterstützung versprochen. Ihre Unterstützung wird sehr geschätzt. Jawohl, guck mal, da kriegen wir Ansehen und... Warum haben sie das nicht gleich gebracht? Warum haben sie da erst so rumgetingeltangelt? Von wegen Bonnegans wollen Holz und so. Und dann einfach so nach dem Motto, kriegen wir nicht hin, geht nicht, weil ist nicht. Robin Hood, ja, ich wollte es gerade sagen, das ist jetzt hier... Robin von Locksley und der uns dann hier beklaut. Der nimmt es dann den Reichen und gibt es den... Das ist übrigens eine Fehlinterpretation dieser ganzen Geschichte. Der Robin Hood hat das nicht den Reichen genommen und den Armen gegeben. Er hat es dem Staat genommen und den Armen gegeben. Weil er hat es ja dem Sheriff von Nottingham genommen. Das sind ja die Steuereinnahmen, die der erhoben hat. Und er hat es dem ja genommen eigentlich. Nicht den Reichen. Er hat's dem Staat genommen und hat's den Leuten wieder zurückgegeben, was sie sowieso bezahlt haben. Das ist, ne, also was ihnen sowieso gehört hat. So muss man das sagen beim Robin Hood. So ist es richtig. Und nicht irgendwie, er hat's den Reichen genommen und den Armen gegeben. Der war kein Sozialist. Das ist ganz wichtig zu wissen. Der Robin Hood war kein Sozialist. Er hat einfach dem Staat das wieder entrissen. Und den Leuten gegeben, die es ursprünglich bezahlt haben. Edikte kannst du bei dem Fenster auf dem Plus erlassen. Ja, das geht aber nicht, weil ich keine Edikte freischalten kann, weil ich dafür gerade kein Geld habe. Ist das ungünstig, wenn Robin Hood hier gerade rumläuft, weil der das dann nämlich aus der Staatskasse wieder rausnimmt alles und dann wieder den anderen, den Leuten zurückgibt. Und da muss ich dann wieder vorbeireiten und muss es wieder eintreiben. Hartz IV also. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, weil da wird es ja wieder dem Steuerzahler genommen und dem Nicht-Steuerzahler wiedergegeben bei Hartz IV. Und hier bei dem System jetzt ist es ja so, ich treibe Steuern ein und Robin Hood nimmt die Steuern und gibt sie den Leuten wieder zurück, ohne dass ich das will. Das ist ja eigentlich das Problem. Das will ja der Staat, wollte er das ja nicht. Der Sheriff war ja deswegen so angepisst, weil
die schönen Steuern wieder an die Bevölkerung zurückfließen. Das wollte der ja nicht. Er wollte es ja im Staat behalten. Zufriedenheit 59%. Ich glaube, die Steuern kicken gerade schon ganz schön. Ich glaube, wir haben wirklich bald Besuch von Robin Hood, wenn das so weitergeht. Bei einer Zufriedenheit von minus 42%, was die Steuern angeht. Ich glaube, da müssen wir langsam wirklich mal aufpassen jetzt. Jetzt gebt mir doch mal hier Geld, Mann. Was macht denn eigentlich mein Steuereintreiber die ganze Zeit? Sitzt der auf seinen Händen oder was, Mann? Kann doch alles nicht wahr sein, Mann. Guck mal, wie das Geld runtergeht, ey. Was soll denn das eigentlich? Wo fließt das eigentlich hin, frage ich mich. Was gebe ich da eigentlich gerade aus? Ich habe auch keine Ahnung hier. Bin ich hier in Berlin oder was? Ich habe keinen Überblick, was hier reinkommt und was hier rausgeht. Kann es nicht wahr sein hier? Haushalt, da. Minus 171. Meine Güte, was ist das? Wen zahlen wir da eigentlich die ganze Zeit? Für die Werkzeuge. Okay, die sind hier noch mit drin in der Statistik. Minus 42. Bürger von Nottingham, leiht mir eure Ohren. Das ist ja ekelhaft. Mehr Nahrungsvielfalt vielleicht. Nein, ich kann da ja noch nicht, oder? Kann ich freischalten? Ich weiß es nicht. Warte. Ah doch, okay, Fische könnte ich freischalten. Jetzt ist ja die Frage, spare ich jetzt auf diesen vertraglichen Lohn? Lohnt sich das überhaupt? Oder soll ich vorher lieber die Fischereihütte machen? Komm, wir machen mal Fischerei jetzt. Ich glaube, weiß nicht, ob sich das mit dem vertraglichen Lohn, ob sich das überhaupt lohnt, keine Ahnung. Fischerhütte, hier. Teile des Gebäudes müssen im Wasser liegen. Alles klar. Warte. Hier machen wir das jetzt. So. Fischerhütte bauen. Nein. Doch. Oh. Sehr nice. So, dann müssen sie machen. Ja, jetzt haben wir kein Geld mehr. Also, was heißt kein Geld mehr? Wir haben zu wenig Geld, um das Edikt zu machen. Ich mache mal ein bisschen Beschleunigung an. So, höret, so höret. Nutti. Sehr gut, sehr gut. Aber man muss mal sagen, also der Mel Brooks-Film ist ja lustig, aber auch der Kevin Costner-Film war ja auch, hat ja auch so seine schrägen Momente gehabt. Oh. Das war ja auch eigentlich geil. Da fand ich ja eigentlich Alan Rickman als Sheriff von Nottingham schon echt geil besetzt eigentlich. Muss man ja eigentlich mal sagen. Der hat da schon echt, er hat den schon echt geil dargestellt. Streicht die Speisung für die Armen. Keine Gnade mehr bei Hinrichtungen. Und sagt Weihnachten ab. Das war nicht aus dem Mel Brooks-Film, das war aus dem Kevin Costner Robin Hood Film. Dagegen ist der neue Robin Hood mit Jamie Foxx und Taron Egerton echt Schmutz. Ja, was soll ich sagen? Habe ich gar nicht gesehen, siehst du mal. Kann ich gar nicht sagen. Hat mich nicht so wirklich interessiert, irgendwie. Ich weiß nicht, bei Robin Hood muss er auch immer eigentlich so ein bisschen, das darf sich nicht zu ernst nehmen. Also egal, ob das jetzt eine Parodie ist oder wirklich auch ein richtiger Robin Hood Film, das darf sich einfach nicht zu ernst nehmen, weil am Ende des Tages ist das ja keine... Also das ist ja nicht wie, weiß ich nicht, die Bibel oder so, irgend so eine Erzählung. Das ist ja eigentlich mehr so eine Folklore-Geschichte. Und von daher hat das ja immer auch so ein bisschen so einen Camp-Faktor gehabt. So ein bisschen so ein nicht ganz ernst gemeintes Ding irgendwie. Von daher, ja. Fischer, wir haben Fischer. Also wenn sich so ein Robin Hood-Film zu ernst nimmt, glaube ich, dann macht das dann auch, glaube ich, keinen Spaß so richtig. Und ich glaube, das könnte vielleicht bei diesem... Jamie Foxx Ding könnte das wahrscheinlich das Problem sein, dass er sich wahrscheinlich zu ernst nimmt einfach. Oder auch dieser, ich glaube, es gab doch auch diesen, diese Version mit Russell Crowe. Die fand ich auch irgendwie ziemlich schwierig. Fischers Fritze fischt frische Fische, genau. Das Quasi-Prequel Hood mit Russell Crowe ist dafür wieder gut. Das fand ich auch schon irgendwie nicht so ganz schmus irgendwie. Fand ich sehr langatmig, den mit Crowe irgendwie. Und das ist ja auch eigentlich gar, es ist ja auch ein Prequel, ja, das ist ja die Vorgeschichte von Robin Hood. Das ist ja eigentlich gar nicht so wirklich, naja. So moderne Historienfilme sind sowieso so ein bisschen schwierig. weil manche, das Problem bei solchen Filmen ist irgendwie immer, man hat immer so das Gefühl, die sind so eingeklemmt zwischen irgendwie Gladiator und 300 vom Stil. Und die müssen immer irgendwie versuchen, das so nachts, oder versuchen irgendwie immer so in diese Richtung zu gehen.
irgendwie dieses sehr theatralische und sehr, ja, so pompöse, hast du nicht gesehen, und dann aber irgendwie auch wieder versuchen, es wieder realistisch und irgendwie schmutzig zu machen und so, ja, weiß ich nicht, das, ich glaube, da muss mal wieder eine Innovation, ja, da muss mal wieder irgendwer das Genre ein bisschen aufwühlen, damit da mal wieder ein bisschen Drive reinkommt. Irgendwie das, was es da so gibt, das ist alles leider ziemlich ernüchternd, finde ich. Ja, eben, das schlägt halt in die Kerbe von Gladiator, aber genau das ist eigentlich das Problem. Das muss eigentlich nicht sein, oder hätte nicht sein müssen, so. Das hätte man auch anders inszenieren können, finde ich. Aber naja, ist egal. Das ist eine Filmdiskussion. Wenigstens gibt's jetzt auch etwas Fleisch und nicht nur Obst. So sieht's aus. Und die Moral von der Geschichte, das Gute siegt, das Böse nicht. Am Ende siegt immer der Kämmerer, weil der kriegt nämlich seine Steuern. Denn das ist das Einzige, was am Ende gewiss ist, der Tod und die Steuern. Das ist das Einzige, was sicher ist im Leben. Alles andere ist unsicher. So, meine lieben Freunde, wir haben 140 Münzen. Ich werde ja wahnsinnig. Und da holen wir uns jetzt gleich mal die Edikt. Edikt, und wir erlassen Edikt. Und zwar sagen wir, wir erlassen den Edikt, und das ist jetzt aktiv. Reduziert die Kosten eurer Mandate. Ratschlag Bärfolgt. Nice. Ein neuer Ratschlag kann gehört werden. Dorfbewohner Bärfördern. Eure hart arbeitenden Leibeigenen denken, dass sie für eine Beförderung fällig sind. Oh, die sind so fällig, das sage ich euch. Sobald alle Bärdürfnisse erfüllt sind, kann ein Dorfbewohner in den nächsten Rang erhoben werden. Gemeine und Bürger dienen dem Dorf. Die gemeinen Bürger. Sie sind alle so gemein, weil die immer so unzufrieden sind. Auf neue Weise haben aber auch zusätzliche Bärdürfnisse. Beschaffen wir euch eine Bärförderung. Ein neuer Ratschlag kann gehört werden. Wohlstand des Dorfes. Euren Dorfbewohnern würde der Anblick von ein paar Ziersträuchern gefallen. Das wird die Attraktivität des Gebiets verbessern und für bessere Wohnhäuser sorgen. Allerdings müssen diese im Almanach erworben werden, sobald ihr über ausreichend Münzen und Wohlstand verfügt. Pflanzen wir ein paar Ziersträucher. Können sie nicht einfach aus dem Wald Ziersträucher rupfen und die einfach umtopfen? Jetzt muss ich die auch noch schreif halten. Das gibt's doch gar nicht. Also, wir sollen befördern. Wie mache ich das? Beförderung eines Dorfbewohners zur Gemeinde. Was? Monatsanfang? Achso. Ich wollte gerade sagen, Montagsarbeit habe ich erst gelesen. So, wie mache ich denn das jetzt? Wo mache ich das? Das wird wieder nicht erklärt. Warte mal, da war ich doch schon. Wo habe ich das denn gemacht, verdammt? Das war beim Dings hier, war das nicht beim Vogt? Der Vogt hat das doch gemacht, glaube ich. Moment mal. Wo war denn das jetzt wieder, ey? Raste aus. Check's schon wieder nicht. Hier bei den Bürgern? Vielleicht bei welchen, die unzufrieden sind, mal machen. Holzfäller Stufe 3, warte mal. Kann ich den befördern? Ich arbeite. Ja, das ist gut, dass du das machst. Leibeigener. Steuern. Oh, minus 50%, Junge. Hä, wo kann ich die denn jetzt aufwerten hier? Ich hatte das doch schon mal gefunden. Bin ich jetzt bescheuert? Wo war denn das? Wo habe ich denn das neu? Die Menüführung ist teilweise echt ein bisschen spaßig. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich hatte das irgendwo gefunden. Ich hatte das irgendwo gehabt, dass ich die befördern kann. Jetzt weiß ich wieder nicht, wo das ist. Helft mir. Wenn ihr es wisst, helft mir. Lasst mich nicht doof sterben. Ich habe schon wieder keine Ahnung. Wo muss ich glücken hier? Was will ich machen? Steuern, Haushalt? Nee, das ist es auch nicht. Allgemeiner Pfad? Nee, da kann ich ja nur die Freischaltung machen. Hä? Muss ich da drauf? Nee, dann mache ich das wieder weg. Hä? Ich verstehe es nicht. Das muss beim Vogt aussehen. Aber da bin ich doch hier, oder? Ist es nicht der Vogt hier? Vogtei. Alles in Ordnung. Zurück zum Gutshaus. Ja, wo kann ich denn hier klicken? Ah, hier, da. Arbold kommt zurück. Ach, der muss erst zurück ins Dorf kommen. Wo ist denn der gewesen die ganze Zeit, der Rumtreiber? Mandat auswählen. Warte mal, das war, glaube ich, hier. Hier. Ja, so bin ich reingekommen. Genau, jetzt weiß ich es wieder. Okay. 560, um alle zu Bär fördern. Nee.
Wen können wir denn Bär fördern? Den Fischer. Nice. Machen wir einen Fischer befördern. Haben wir gemacht. Ratschlagbär folgt. Ihr habt euren ersten Dorfbärwohner befördert. Gemeine zahlen mehr Steuern, aber haben zusätzliche Bedürfnisse. Ebenso Bürger. Okay, nice. So gut. Ziersträucher pflanzen, genau. Das müssen wir auch noch steif halten. Wo ist das? Bei Arbeiterschaft? Moment. Erreicht einen Wohlstand von 20. Erwerbt Zierelemente im Almanach. Fortschrittsseite. Zierelemente im Almanach. Ja, was denn? Allgemeiner Pfad oder wo jetzt? Privilegien werden es nicht sein. Zierelemente. Kleidungsproduktion, Steinmetzhütte, Warenmarkt. Ah, Zierelement hier. Gib ihm. Und dann Zierstrauch. Besitzt einen Zierstrauch. Da. Zierstrauch. Dafür habe ich jetzt. Warte, 50 Münzen habe ich dafür aus. Okay. Ist egal. Wir machen das einfach mal jetzt hier. Was braucht dann dafür? Einfach nur Gold. Okay. Ratschlag Bär folgt. Nice. Ihr habt eine neue Stufe des Wohlstands erreicht. Dies ist ein Maß für den Erfolg eurer Siedlung und wird euch die Freischaltung neuer Arbeitsstätten erlauben, mit denen ihr die wachsenden bla bla. Nice. 80% Steuern für die neue Gruppe, Kappa. Steuern rauf. Steuern rauf. Immer rauf mit den Steuern. Rauf. Vielleicht mal gucken. Jawohl. Rauf mit den Steuern. Rauf. Alle Bär steuern, bis die Schwarte knackt. Bis die Schwarte knackt. Nein, was habe ich jetzt gemacht? Ich wollte hier die Liste öffnen. Beförderungen werden in 29 Tagen verfügbar. 9! Ist er abgehauen, der Vogt. Der Vogt, der arbeitet sich auch nicht gerade kaputt, war typisch Verwaltung. Geht 5 Minuten am Ende des Monats arbeiten, damit er am Anfang des Monats die Beförderung machen kann, haut er wieder ab. Dann macht er den ganzen Monat Feierabend. Kleine Schweinchen. Und dann bezahle ich den dafür auch noch. Weißt du Bescheid? Kann es nicht wahr sein hier. Eindeutig ein schlechter Deal, wenn ihr mich fragt. Und an dieser Stelle endet diese Folge Foundation. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Bär-Nachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos nicht nur zu Foundation, sondern auch zu anderen Projekten und Let's Plays. Ihr könnt auch gerne im Epic Store mit meinem Creator-Tag Spielbär mit AI Spiele kaufen. Da wird es für euch nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreisen. Das ist eine sehr coole Unterstützungsmöglichkeit für meinen Kanal. Vielen lieben Dank, wenn ihr das schon gemacht haben solltet. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao.